Gin Tonic ist so der kleine Lümmel im Stall, aber ganz liebenswert. Er ist ja der Vollbruder von Chipmunk und weist schon viele Ähnlichkeiten auf. Er ist allerdings Chipmunk eher so im kleinen Format, deutlich kleiner, kompakter und hat aber eine ähnliche Leistungsbereitschaft, immer den Willen zu arbeiten. Ist vielleicht so ein bisschen mehr Schlitzohr hier und da. Manchmal hat er auch die Idee, dass er irgendwas nicht möchte, als das erste Mal ins Wasser gehen sollte. Das hat auch eine Stunde gedauert, glaube ich, wenn nicht anderthalb. Aber alles, was er verstanden hat, macht er und ich glaube, er hat auch wie sein großer Bruder ein großes Herz und die Bereitschaft, wirklich zu kämpfen für den Reiter. Er wird aber auch noch ein paar Jahre brauchen, glaube ich, bis er körperlich so ausgereift ist, dass er wirklich stabil ist und sein, sag mal, volles Potenzial entfalten kann. Für die Abstammung passt er ja, also ein gewisser Vollblutanteil ist für mich immer sehr wichtig. Aber dann ist es die Einstellung, also dieses Neugierigsein, Dinge lernen wollen, auch dann schnell zu verstehen. Die Pferde müssen nicht alles immer direkt machen, aber wenn man es geübt hat, dann muss es im Grunde sitzen, weil das Gelände ja davon lebt, dass sie immer wieder mit neuen Anforderungen oder immer ähnlichen, aber nicht denselben Aufgaben konfrontiert werden. Und er springt sehr gut, sehr athletisch, galoppiert gut, ist unheimlich schnell, sehr grundschnelles Pferd, obwohl er eigentlich ja eher klein ist. Und das sind da schon mal so die meisten Punkte, die bei uns das Pferd immer erfüllen sollte. Ja, also wir haben heute den Einstieg im Grunde gemacht mit wirklich Grundlagen, die für mich vor dem tatsächlichen Geländetraining kommen, die ich auch immer wieder auch mit älteren Pferden regelmäßig abrufe. So man die Möglichkeiten hat natürlich, aber es reicht, wie man sieht, ja schon ein kleiner Hügel. Das Pferd ja, mal bergauf, bergab reiten können, sicherstellen, dass das Pferd im Gleichgewicht ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt im Gelände, dass das Pferd ausbalanciert ist und auch ohne die Einwirkung des Reiters zum Beispiel mal leicht bergab galoppieren kann und nicht pullt, wegrennt, durchpariert und einfach die Balance verliert. Und das aber auch wiederum als Unterstützung für die Fußungsintelligenz. Das Pferd weiß, wo seine Beine sind, kann sich orientieren, kann sich immer wieder auch in neuen Unebenheiten zurechtfinden, um später im Geländetraining das Pferd auch wirklich an den Hilfen zu haben, das Tempo variieren zu können, zulegen, einfangen, wenden. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann als nächsten Schritt im Grunde fängt man wie immer simpel an. Baumstämme, Trab, später aus dem Galopp, kleine Gräben, Kanten, dann noch Wasser. Und dann sind das eigentlich so die vier verschiedenen Typen an Geländeanforderungen, die wir haben. Und dann baut man nach und nach darauf auf. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Pferden immer genug Zeit gibt, das Level, auf dem sie unterwegs sind, auch verarbeiten zu können. Also Gin Tonic ist natürlich noch im Aufbau. Der entwickelt sich mit jeder Woche, jedem Monat körperlich ja weiter und überhaupt erstmal in die Richtung, dass man sagt, der wird jetzt ein Top-Sportler, wird ein Vielseitigkeitspferd. Ist so ein kleiner Schelm manchmal, aber grundsätzlich immer für den Reiter. Also der hat mir auch im letzten Jahr in Geländeprüfungen schon richtig gutes Gefühl gegeben, wo man das Gefühl hat, er denkt mit. Und das ist ja so der entscheidende Punkt auch, dass die Pferde lernen, den nächsten Sprung zu suchen. Nicht nur darauf warten, was sagt der Reiter, sondern mitdenken. Und da ist er schon wirklich clever. Also ich finde das auch gut, wenn Pferde wirklich einen Charakter haben und nicht einfach nur so dastehen und machen, was man möchte, sondern Persönlichkeit und auch ein bisschen für sich selbst denken.